Ich habe Fabio De Masi kennengelernt im Jahr 2016. Er war ja erst im Europäischen Parlament, hinterher noch ein paar Jahre im Bundestag. Er hat eiserne Nerven. Er war stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken und ist wahrscheinlich der beste Wirtschaftsfachmann in der Opposition. Schade, dass er eine Ein-Mann-Partei ist im Moment. Ja, eigentlich verbindet uns das. Du machst das, was wir in unseriös im Europäischen Parlament machen, machst du im Alleingang in Deutschland. Zu Marco Bülow möchte ich nicht viel sagen. Ich habe beim letzten Mal, als Marco vor einem Jahr hier war und uns erklärt hat, wie Entscheidungsfindungen im Deutschen Bundestag vonstatten gehen und welche Freiheit eigentlich Bundestagsabgeordnete haben, habe ich ausführlich über ihn referiert. Man kann das hier auf YouTube sehen. Das ist der Vortrag von vor einem Jahr. Beide sind das, was ich erst noch werden will, nämlich Politiker AD oder wie sagt man, wenn man das Ganze hinter sich hat? Ex-Privatier. Okay, also das ist wahrscheinlich die höchste Stufe, die man hier erreichen kann. Ich möchte zum Thema Lobbyismus und Korruption nur eins kurz sagen. Wir initiieren gerade einen Prozess gegen die Bundestagsverwaltung. Das sind eigentlich alte Kumpels von uns, mit denen wir uns regelmäßig getroffen haben in den vergangenen Jahren, zumeist vor Gericht, und wurden ein bisschen stutzig, als sich herausstellte, dass im Jahr 2020 der Berliner Immobilienunternehmer Christoph Gröner der CDU 820.000 Euro gespendet hat. Und klugerweise ein Jahr später im Deutschlandfunk erklärt hat, dass er diese Spende mit drei Bedingungen verknüpft hat. Eine von diesen Bedingungen war, die CDU sollte den Berliner Mietpreisdeckel, wenn er vom Verfassungsgericht nicht aufgehoben worden wäre, dann hätte sie ihn diversifizieren müssen. Und damit ist das eine sogenannte Einflussspende, heißt es, glaube ich. Oder so ähnlich. Und das Ganze ist justiziabel. Lobby Control und Transparency International haben daraufhin die Bundestagsverwaltung gebeten, das zu überprüfen. Die Bundestagsverwaltung hat das überprüft und hat festgestellt, alles sauber, alles okay, kein Problem. Und klagen kann in solchen Fällen lediglich eine Partei. Wir haben lange darüber nachgedacht, welche Partei so eine Klage gegen die Bundestagsverwaltung initiieren könnte, sind dann auf uns selbst gekommen und haben dann die bekannte Juristin aus der Düsseldorfer Universität, wie heißt die Uni? Heinrich-Heine-Universität, Professor Dr. Sophie Schönberger gewinnen können. Die wird also diesen Prozess für uns führen und wir freuen uns darauf, dass die CDU im nächsten Jahr dann, genau wie wir, den dreifachen Betrag dieses inkriminierten Geldes als Strafzahlung berappen darf. Das sind dann 2,5 Millionen Euro. Ich freue mich schon auf die langen Gesichter bei der CDU. Vielen Dank und jetzt bahnfrei für Marco Bülow und Fabio De Masi, Privatiers. Ja, vielen Dank. Genau, ich eröffne mal den Reigen. Martin hat ja schon so schön gesagt, dass wir hier schon mal saßen vor einem Jahr. Das kann man sich angucken. Deswegen werde ich das auch nicht wiederholen, was ich da gesagt habe. Und zu der Klage, die ich ganz großartig finde, will ich vielleicht noch sagen, was man sieht schon wieder, das Problem ist, dass wir sehr viel legale Korruption haben. Das ist jetzt noch ein Fall, wenn sozusagen es wirklich an Bedingungen geknüpft wird, so eine Spende, dann ist es sozusagen eine Chance, dass man auch klagen kann. Aber die meisten Deals laufen natürlich ohne diese nach außen hin formulierten Bedingungen ab. Aber natürlich gibt es diese Bedingungen. Der kluge Kopf, der diese Spende gegeben hat, ist ja dann auch zurückgerudert und hat dann bei einem Interview von Thilo Jung dann irgendwann gesagt, nee, also er möchte nur, ist keine Bedingung, aber er möchte nur, dass die CDU dafür sorgt, dass es weniger Obdachlose in Berlin gibt. Das war dann ein Satireauftritt von diesem Kollegen, der also im Prinzip jetzt natürlich versucht zu verschleiern, warum er dieses Geld gegeben hat, was aber auch klar ist. Und man muss sich das mal überlegen, also eine
Berliner CDU, das ist ja nicht die CDU insgesamt, kriegt also fast 1 Million. Ich glaube, das ist mehr Geld, als alle anderen Parteien für den Wahlkampf in Berlin ausgegeben haben, wie mal eben eine Spende kam. Was nicht heißt, dass die anderen Parteien da nicht auch absahen. Die SPD und die Grünen und so weiter, die werden ja auch, und die FDP sowieso, ordentlich was bekommen haben. Aber das ist natürlich dann auch eine klare Wettbewerbsverzerrung. Aber das meiste liegt im Dunkeln, weil die meisten Spenden, die meisten Parteifinanzierungen anders ablaufen. Auch wenn das Sponsoring, es gab ja jetzt im Bundestag einen neuen Beschluss, dass Sponsoring jetzt zum Teil auch veröffentlicht werden muss. Heißt das noch lange nicht, dass sich da was verändern wird. Schöne sind immer die Parteitage der meisten Parteien. Das sind dann so Werbebanners. Also man könnte denken, das ist gerade ein Formel-1-Rennen, was dort stattfindet. Aber es sind Parteitage, wo die ganzen Sponsoren natürlich hauptsächlich Unternehmen sind, die diesen Parteitag sponsern. Was ich auch mal lustig finde, weil wir gerade über die Deutsche Bahn geredet haben. Die Deutsche Bahn findet sich dann da auch immer. Das heißt, teilweise nehme ich also Steuergelder, die ich bezahle, werden dann dafür verwandt, dass die FDP einen Parteitag durchführen kann. Finde ich auch sehr schön. Also nach dem Motto, vieles ist da versteckt. Und so läuft es ja im Prinzip auch bei vielen Nebeneinkünften ab, dass Bundestagsabgeordnete, aber Abgeordnete überall gerne Nebeneinkünfte haben. Und zwar meistens eben nicht dort, wo sie vielleicht aus dem Job herkommen. Also es gibt ja da auch immer, was ich auch für eine Ausrede halte, von Juristen, und da haben wir ja relativ viele im Bundestag, ich muss ab und zu noch einen Fall übernehmen, damit ich dann nicht abhängig mache von der Politik. Das sagt dann zum Beispiel ein Herr Kubicki und vertritt dann, aber da kennt sich der Kollege neben mir besser aus, vertritt dann einen Cum-Ex-Betrüger. Und nicht nur den, und sagt dann, das muss ich halt so machen, um weiter unabhängig von der Politik zu bleiben. Aber die meisten sind dann eher die, ich nenne mal Per Steinbrück, das war nämlich mal so der König der Nebenverdienste, der gerne vor Banken und diversen anderen Clubs Vorträge, natürlich gegen relativ hohes Salär, gegeben hat. Und das einkassiert hat, was ihn natürlich überhaupt nicht beeinflusst hat. Was es aber auf jeden Fall hat, der saß in der Fraktion, als ich noch in der SPD war, hinter mir. Also wir haben da keine Rangordnung, wo man wie sitzt. Aber ist auch egal, weil Per Steinbrück war eigentlich in dieser Fraktion nicht vorhanden. Und was ist dann passiert? Per Steinbrück ist Kanzlerkandidat der SPD geworden, weil er in der Fraktion so ungefähr gar nichts gemacht hat und viele Vorträge vor Banken gehalten hat. Das qualifiziert einen dann für den Kanzlerkandidaten. Aber es wurde der SPD damals nicht entlohnt, obwohl er ja so angesehen war beim großen Teil der Wirtschaft und auch einem Teil der Medien. Denn als er dann Kanzlerkandidat wurde, da hat man dann gesagt, oh, dann, aber jetzt sind wir dann doch wieder für die Union, wo ihr den konservativsten und neoliberalsten genommen habt und aufgestellt habt. So funktioniert im Prinzip ein bisschen Politik. Ich will aber jetzt eher am aktuellen Beispiel so ein bisschen zeigen, was auch mit Lobbyismus zu tun hat, aber natürlich auch mit viel Geld zu tun hat. Aber gerade da, wo es um viel Geld geht, geht es auch viel Lobbyismus. Und ich will nur noch einen Satz sagen zu der Frage, die immer kommt. Ansonsten wird die vielleicht auch danach wieder gestellt. Vor allen Dingen kriege ich die immer von Journalisten gestellt. Und bin immer baff, dass ich die immer noch beantworten muss nach dem Motto, aber Lobbyismus ist doch an sich gut und wichtig für eine Demokratie. Wird aber, glaube ich, Lobbyismus mit Interessensvertretung verwechselt und es wird vor allen Dingen nicht in Bezug gesetzt, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen denen, die Interessen vertreten, meistens mit wenig Geld, also viele NGOs, Initiativen, Vereine, Verbände, auch da gibt es Ausnahmen, aber die meisten haben ein sehr geringes Budget. Wenn sie sogar bezahlte Mitarbeiter haben, dann sind das welche, die in Projekten arbeiten und dann vielleicht mal so nebenbei eine Pressemitteilung schicken oder vielleicht sogar mal um Gespräch beim Abgeordneten bitten, aber meistens können sie sich schon das nicht leisten. Und auf der anderen Seite gibt es die Profitlobbyisten, auch da gibt es welche, die nicht viel über viele Mittel verfügen,
Aber es gibt eben dann auch diejenigen, die wirklich große Büros unterhalten mit großen Budgets, die auch die Vorträge bezahlen können für Herrn Steinbrück und andere. Und auch bezahlen, wenn man auf irgendwelche parlamentarische Abende vielleicht auf so ein Podium geht, was man eigentlich als Abgeordneter umsonst machen sollte. Also die wirklich große Budgets haben und damit natürlich auch Politik nicht nur ködern, sondern damit natürlich auch den Fuß überall mit drin haben und die Standleitung haben, weil das Parlament ist eigentlich auch nicht mehr der wichtigste Ort für Lobbyisten, sondern das sind die Ministerien. Also da, wo die Gesetze gemacht werden, weil die Entscheidungsmitte, die eigentlich im Parlament liegen sollte, liegt nicht mehr im Parlament. Das hat man abgeschafft in Deutschland. Im Prinzip hat man so ein bisschen auch die Gewaltenteilung abgeschafft. Deswegen will man auch keine Minderheitenregierung. Also in Deutschland hält man sich davon fern und zur Not wird man wahrscheinlich sogar mit 4 Parteien dann in eine Regierung gehen, weil man dann nämlich immer die Gewissheit hat, die Mehrheit ist gesichert im Parlament. Im Endeffekt, ich habe das schon mal vorgeschlagen, als ich noch in der SPD war, könnten wir Wahlen durchführen und es reicht dann, dass der Fraktionsvorsitzende im Parlament sitzt, die anderen können zu Hause bleiben. Man kann auch das Geld sparen. Der hat dann so ein Schild mit der Zahl der angeblichen Abgeordneten und der könnte dann sozusagen nach vorne gehen bei einer Abstimmung und dann dieses Schild heben und dann sozusagen auch wieder den Raum verlassen, weil das ist noch das, was das Parlament vor allen Dingen von der Regierungsseite macht, weil fast alle Gesetze, die von der Regierung kommen, eigene Gesetze gibt es fast gar nicht mehr aus dem Parlament, werden dann auch mit großer mit der Mehrheit im Parlament dann abgestimmt. Und das, finde ich, ist dann auch nicht mehr Demokratie. Wenn ich ganz böse wäre, würde mein nächstes Buch eben nicht Lobbyland heißen, sondern eher Wahldiktatur, weil wir haben zwar noch Wahlen, aber am Ende kommt da nicht viel mehr raus, auch wenn man eine Farbe in der Regierung wechselt. Und was die Opposition fordert, wird sowieso per se abgelehnt, was völlig demokratisch natürlich ist. Aber mittlerweile geben sie es ja auch zu. Früher hätten sie es nicht gesagt, aber mittlerweile sagen sie auch, nee, also Anträge, das wissen wir ja, Anträge von der Opposition, da kann Fabio natürlich ein großes Lied von singen, du warst viel in der Opposition, eigentlich keine Chance haben, wenn überhaupt kann man was in der Öffentlichkeit noch erreichen. Aber das könnte man natürlich auch außerhalb des Parlaments. Aber zum Aktuellen, dem Haushalt. Weil das haben ja alle wahrscheinlich mitgekriegt, die ganze Haushaltsdebatte. Interessanterweise kriegt man sowas nur mit, wenn was schief geht. Weil Haushaltsdebatten, und das ist egal aus welcher Fraktion, werden meistens gar nicht, also vielleicht noch in den Einzelplänen ums Geld geführt, sondern das wird eigentlich immer ein großes Theaterstück aufgeführt, wo eine Generaldebatte stattfindet. Also der Kanzler, der Finanzminister erzählt was über die große Politik, redet auch ein bisschen über Geld, aber hauptsächlich über die große Politik. Der Oppositionsführer, die Oppositionsführerin sagt was dagegen, aber eigentlich auch die große Politik. Die einen sagen, das sind Versager in der Regierung. Die Regierung sagt, wir haben alles toll gemacht. Und dann geht man wieder nach Hause. So läuft es immer. Genauso läuft es meistens, nicht immer, aber meistens so, dass im Frühjahr geht das ja los mit den Debatten im Haushaltsausschuss, dass die Debatte so geführt wird, dass meistens einer aus der Regierung sagt, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Das funktioniert alles nicht mehr so. Zur Not ist halt die Schuldenbremse da, dass man sagen kann, das geht so nicht mehr. Wir müssen jetzt strenger haushalten, wir müssen sparen. Das wird sehr gerne kolportiert. Und das ist das Signal nach draußen. Das schreiben dann auch die meisten Medien und bringen das dann so. Und man hat den Eindruck, oh, jetzt kommen schlechtere Zeiten und wir müssen uns wirklich so an die Kandare halten. Deswegen bitte auch nicht so viel fordern. Dann passiert das gleiche System im Parlament. Eigentlich ist das die Königsdisziplin, ist der Haushalt im Bundestag. Das heißt, das ureigenste Recht des Abgeordneten, darüber zu entscheiden, wie die Gelder, die Steuergelder, verteilt werden. Das ist nicht das Recht der Regierung.
Und lustigerweise, aber natürlich, weil das System sich so verändert hat, gucken ja alle auf den Finanzminister. Ja, der kann einen Haushaltsplan erstellen und so weiter und der muss in der Regierung abgestimmt sein. Aber eigentlich wird es im Haushaltsausschuss gemacht. Und letztendlich entscheidet der Bundestag darüber, wie der Haushalt verteilt wird und nicht der Finanzminister. Das heißt, was also schief geht, wie jetzt diese 60-Milliarden-Geschichte, das ist dann auch eine Sache des Bundestages und nicht des Finanzministers. Der kommt allerdings ins Spiel, wenn dann ein Haushalt irgendwann nicht genehmigt ist. Dann kommt der Finanzminister ins Spiel. Vorher ist das eigentlich nur so keine praktische Macht, die er hat, sondern im Prinzip eher die man ihm zugesteht und die vor allen Dingen die Öffentlichkeit und auch die Medien ihm zugestehen. Und weil das System so ist, dass die Mehrheit abnickt. Das heißt, wir haben sowieso eine ziemlich schräge Debatte, die dann nochmal zugespitzt wird durch diesen Sparzwang, den es angeblich gibt. Und wo natürlich geguckt wird, dass dieses Sparen sich dann aber bitte vor allen Dingen auf den sozialen Bereich konzentriert. Und vielleicht noch auf den ökologischen und so weiter. Man pickt sich dann da raus, wo gespart wird, weil einige Bereiche sparen eben nicht. Und das ist der Spannungsbogen. Das sind die Bereiche, wo man denkt, wir hätten alles kaputt gespart. Ich nenne mal das bekannteste Beispiel. Und wahrscheinlich werden sogar hier in dem Raum Leute sitzen, die das Gefühl haben, ja, das war so, weil die ganze Öffentlichkeit so kolportiert. Journalisten übernehmen das gerne, ohne zu prüfen. Ich habe viele Berichte gesehen und auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, selbst in Wissenschaftsmagazinen wie Nano, was ich sehr schätze, kommt das. Wir haben den Militär, also den Verteidigungshaushalt, kaputt gespart. Das ist ein Mantra, was nach vorne rumgeschoben wird, was jeder auch so oder fast jeder so glaubt. Jetzt gucken wir uns aber mal die Zahlen an. Der Haushalt jetzt, also in diesem Haushalt, der fürs nächste Jahr gilt, soll für Verteidigung 50,5 Milliarden Euro ausgegeben werden. Das ist nicht nur der höchste Wert, der in Deutschland jemals aufgestellt wurde. Das ist in 5 Jahren eine Erhöhung von über 30%. Kein Haushaltsposten ist so gewachsen in diesen 5 Jahren im aktuellen Haushalt wie dieser. Und das, obwohl wir jetzt einen Haushalt haben, jetzt muss ich auf den Zettel gucken, nichts Falsches sage. Wir hatten schon mal einen Haushalt, Corona und so weiter, von ungefähr knapp 500 Milliarden Euro. Wir haben jetzt einen Haushalt von 446 Milliarden, wo man dann eben fast in wirklich allen Bereichen sparen wollte oder in vielen Bereichen sparen wollte. Militär kriegt aber dazu. Und zwar ohne das Sonderprogramm mit den 100 Milliarden. Das heißt also, es werden auf der einen Seite wird deutlich gemacht, wir müssen sparen, der Gürtel enger schnallen. Und auch jetzt hat man ja gesehen, nach diesem 60-Milliarden-Desaster, die ersten Vorschläge von Lindner und Co. war im sozialen Sparen und vielleicht noch beim Klima. Aber aufs Militär ist er auch nicht gekommen. Aber das zeigt, dass es eigentlich gar nicht ums Geld geht, sondern dass falsche Eindrücke vermittelt werden. Genauso, wenn man sparen wollte, könnte man zum Beispiel Subventionen nehmen. Wir haben ungefähr 60 Milliarden Subventionen, die gesundheits- und klimaschädlich sind, die wir jedes Jahr ausgeben. Und zwar zum Beispiel für Kerosin. Für bestimmte Ausgaben, ja, da profitieren nicht nur 3 Leute von, aber es sind doch eher die Menschen, die vermögender sind, die davon profitieren, von den meisten dieser Subventionen. Das kann man über manche bestimmt diskutieren, aber da ist sehr, sehr viel Luft. Diese Subventionen sind entstanden, meistens, nicht nur die in dem Bereich, sondern meistens ist es so, und auch das ist ein Problem von den 2, 3 Parteien, die regieren. Und ich war selbst dabei, wie da geschachert wurde. Dann sagt die eine Partei, wir wollen die Subvention für unsere Klientel XY. Und dann sagt die andere Partei, ja, ihr kriegt die Subvention, wenn wir die Subvention für unsere Klientel XY kriegt. Beide Subventionen werden dann beschlossen und die werden auch nicht mehr in Frage gestellt. Und damit gibt es bestimmte Posten im Haushalt, die fest sind. Und an denen wackelt auch keiner. Beispiel, du wirst es auch noch erlebt haben, die Grünen haben diese Subvention, die ich gerade benannt habe, jedes Jahr bei der Haushaltsdebatte als einen Kernpunkt genannt, den sie verändern wollen, der frevelhaft ist und der unbedingt abgeschafft gehört. Jetzt sind die Grünen
2 Jahre an der Regierung und nichts mehr davon ist zu hören, dass diese Subvention doch mal reduziert werden soll. Also schon interessant. Nein, im Gegenteil, sie haben diesen Posten dieser klimaschädlichen Subventionen sogar mit ihren Wirtschaftsministern noch erhöht. Und sie haben nicht irgendwo eingespart. Das heißt, dieses ganze Haushaltsgebaren, Sparen, Nichtsparen, vor allem wenn wir jetzt noch über Geldtheorie reden, das mache ich jetzt gar nicht erst, ist halt ein völliger Popanz. Erst recht, wenn man sich dann noch anschaut, wir nehmen uns ja immer USA gerne als Beispiel, ne? Neoliberale Eldorado. Ja, die machen es aber ganz anders. Die investieren und verschulden sich stärker. Und das machen eigentlich sehr, sehr viele. Aber die Deutschen sagen dann weiterhin, nee, wir müssen einsparen. Und für mich ist das, jetzt kommen wir zu der Schuldenbremse, für mich ist das ein reines Theater und es ist eine reine Disziplinierungsmaßnahme. Das Sparen in bestimmten Bereichen immer wieder durchzusetzen und auf der anderen Seite trotzdem Geld zu verpulvern und irgendwo reinzustecken. Kommen wir jetzt nochmal zum Militär, nochmal ein kleiner Schlenker, weil man könnte natürlich trotzdem auf die Idee kommen, 50 Milliarden ist ja vielleicht gar nicht so viel. Aber gucken wir mal, selbst Frankreich gibt weniger aus. Es ist eine Atommacht und gerade der Batzen, der im Atombereich liegt, auch die Wartung und so weiter, ist sehr, sehr teuer. Spanien gibt 20 Milliarden aus in Europa. Israel, jetzt kann man dazu stehen, wie man will, aber keiner auf der Welt wird sagen, Israel ist nicht wehrhaft, das wird keiner sagen, gibt 25 Milliarden aus. Und das mit der Lage, die sie da haben. Also die Hälfte von dem, was wir ausgeben. Deutschland gibt mittlerweile am 5. meisten aus. Und wenn jetzt nicht der Krieg Russland-Ukraine gestartet hätte, hätten wir jetzt Russland fast schon überholt mit den Ausgaben fürs Militär, ohne Sondervermögen. Das heißt, aber da gibt es gar keine Diskussion drum, sondern eher, man muss noch mehr rein, es muss noch mehr rein. Wir müssen ja kriegstauglich gemacht werden, hat jetzt sogar ein Sozialdemokrat gesagt. Aber also da haben wir genug Geld und woanders haben wir eben kein Geld. Und das ist natürlich eine reine Lobbygeschichte, weil nehmen wir nochmal den Verteidigungshaushalt. Also entweder ist er kaputt gespart, was natürlich nicht stimmt, das habe ich sozusagen widerlegt. Also kann es noch 2 Möglichkeiten geben. Entweder wir sind total wehrhaft, jetzt schon, da müssen wir aber nicht drüber diskutieren mehr, oder wir sind nicht wehrhaft, und es gibt wirklich die ganzen kaputten, maroden Systeme, dann waren es reine Lobbygeschäfte, die getätigt worden sind. Das Geld ist irgendwo versackt, wo man es nicht gerne haben, eigentlich nicht gebrauchen kann. Und das heißt, wir haben bestimmte Lobbygeschäfte getätigt, die hätten niemals tätigen können. Warum ist es uns erklärbar, dass Waffensysteme gekauft werden, die in Deutschland gar nicht benutzt werden können? Warum werden Flugzeuge gekauft und dann stellt man fest, wir haben gar keinen Flughafen, wo die starten und landen können? Da muss man erst diesen Flughafen wieder verändern und da wieder viel Geld reinstecken. Und all solche Sachen könnte ich jetzt im ganz langen Bereich erzählen. Also das heißt, auf der einen Seite haben wir dieses Geld und es fragt überhaupt gar keiner danach. Im Gegenteil, und woanders haben wir dieses Geld nicht. Und wir haben genau da das Geld nicht, wo es keine Lobby gibt. Also da, wo keine starke Lobby hintersteckt. Bei Kindern haben wir das Geld nicht, in der Bildung haben wir das Geld nicht, im Sozialen haben wir das Geld nicht, da überall wird nämlich wirklich eingespart, gerade zum Beispiel bei diesem Haushalt. Und das ist natürlich dann auch ein ganz klares Lobbythema. Ich denke, Fabio kann das noch ein bisschen vertiefen, weil er da natürlich gerade was Geldpolitik angeht und Haushalte und Ökonomie einfach noch ein bisschen stärker drin war. Ich komme ja eher aus dem Energie-Umweltbereich und könnte da noch ganz, ganz viel erzählen. Vielleicht gibt es ja da noch Fragen zu. Ich will nur noch einen ganz kleinen Schlenker zum Schluss, bevor Fabio dran ist, machen zum Thema Klima insofern, dass ich, weil es so aktuell ist, auf die Klimakonferenz gucke. Auch da ist natürlich die erste Frage, was hat das mit Lobbyismus zu tun? Super viel hat das mit Lobbyismus zu tun. Auch das musste ich selber erst lernen. Ich war selber auf einer Klimakonferenz in Bali, ist schon Urzeiten her. Es war noch zu Zeiten von Al Gore, wo die Welt im Aufbruch war, was Klimaschutz, erneuerbare Energien und so weiter anging. Und ich war total hoffnungsfroh und es wird jetzt irgendwie alles retten. Und auf der Klimakonferenz werden wir auch ganz viel beschließen. Da hat er noch geredet und so weiter. Und damals hat mein Kollege Hermann Scheer, ich weiß nicht, ob der Name jemandem was sagt,
ein Kollege von mir, aber ich hatte schon als Jugendlicher seine Bücher gelesen und war ziemlich fasziniert. Der sagte schon, das ist alles Quatsch, das ist ein großes Schmierentheater, was dort aufgeführt wird, und eigentlich verschleiert es nur erstens, dass da Lobbygeschäfte gemacht werden. Ja, auch die Erneuerbaren machen da ein paar Lobbygeschäfte, aber die Fossilen in vielfacher Ausführung. Das sind nämlich mehr Lobbyisten, als da wirklich Leute sind, die was verändern wollen. Zweitens ist das eine Hoffnungsindustrie, so hat er das genannt, die da geschürt wird. Also nach dem Motto, ihr könnt euch alle zurücklehnen in der Welt, wir machen das schon auf diesen Konferenzen, deswegen machen wir jetzt diese Konferenzen. Und selbst wenn dann bei den Konferenzen nicht so viel drum kommt, es ist ja nächstes Jahr die nächste Konferenz und da passiert auf jeden Fall was. So, und dann verschiebt man das von Jahr zu Jahr zu Jahr. Und vor 10, 12 Jahren war mir dann irgendwann klar, der hat recht. Und das kann man eigentlich nicht mehr unterstützen. Das Geile ist aber, es wird von allen unterstützt. Alle Medien berichten darüber, eher immer noch, zumindest am Anfang, immer mit positiven Ansätzen. Die NGOs fliegen alle immer hin, finde es super. Eine Neubauer stellt sich auch vor jedes Mikro und ist da. Die Wissenschaft, NGOs, alle machen dieses Spiel mit. Also auch die, denen ich immer noch glaube, dass sie wirklich irgendwie was verändern wollen, machen diese ganze Industrie mit. Aber eigentlich werden hauptsächlich Geschäfte getätigt. Und jetzt ist es wirklich sozusagen die Spitze von allem erreicht. Also man muss eigentlich sagen, dass diese Klimakonferenz die Konferenz ist, die das Scheitern der Menschheit irgendwie dokumentiert, nach die 28. Und die dann in Dubai zu machen, das hat schon wirklich satirischen Charakter, wo der Chef oder der Präsident dieser COP, wie man die nennt, gleichzeitig der Chef, Geschäftsführer des größten fossilen Konzerns in Dubai, aber von der ganzen Region ist. Und der auch gleich gesagt hat, ja, natürlich will ich da auch weiterhin Kohle abbauen und so weiter. Wir verpressen die dann ja alle, CCS, sehr umweltfreundlich, könnte ich auch lange was zu sagen. Also das ist natürlich irgendwie so auf die Spitze getrieben. Und wir machen dieses ganze Spiel mit fast überall. Und da muss man sich nicht wundern, wenn irgendwann, wenn irgendwann wirklich alles den Bach runtergeht, wenn wir dieses Spiel mitmachen, wo hauptsächlich Lobbygeschäfte getätigt werden und es am Ende nicht darum geht, was passiert. Ich will das nochmal in einer Zahl deutlich machen. Am ersten Tag verkündete dann dieser Präsident aus Dubai ganz stolz und auch noch mit deutscher Hilfe, dass er und Dubai 100 Millionen geben würde für einen Anpassungsfonds. Und die Deutschen geben auch 100 Millionen für diesen Anpassungsfonds. Und das ist ja das Signal, dass diese Konferenz unglaubliches Fanal werden wird. Das haben alle aufgegriffen, auch alle Medien. 100 Millionen, ich will nur mal sagen, was das ist, 100 Millionen ist ungefähr, sind 500 Meter der neuen A100 in Berlin. 500 Meter, das sind ungefähr die 100 Millionen. Gleichzeitig wurden Milliardengeschäfte im anderen Bereich getätigt. Das ist die COP und wir sehen das immer noch so als hoffnungsvolle Zuarbeit, statt wirklich mal irgendwie mit den Willigen irgendwie mal so eine Konferenz zu machen und vorwegzugehen, hat man sozusagen immer das Gefühl, okay, wir konnten uns nicht einigen, sorry, nächstes Jahr wieder. Die bösen Chinesen haben uns das diesmal versaut. Oder natürlich die bösen Russen. Also es waren immer alle böse, die das dann versaut haben. Also müssen wir auch nichts tun. Warten wir dann aufs nächstes Jahr. Und das zeigt so ein bisschen diese Doppelmoral, die in vielen Bereichen herrscht. Und unter dieser Doppelmoral lässt sich für Lobbys und vor allen Dingen für die mächtigen Lobbys sehr, sehr gut leben, weil sie unglaublich gute Geschäfte machen können und ja auch da die Abgeordneten, Staatschefs und so weiter dann schön abgreifen können auf diesen Konferenzen. Das zeigt, wie so ein bisschen das alles funktioniert und natürlich geht es da in erster Linie um Geld und um nichts anderes, egal wie der Name dieser Konferenz ist. So viel erstmal von mir. Dankeschön. Ja, Monsieur Damm, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf nach
7 Jahren. Ich bin 2017 aus dem Europäischen Parlament ausgeschieden und dann in den Deutschen Bundestag gewechselt. Ich bin eigentlich, habe mich überreden lassen, hierher zu kommen, weil mir fest zugesichert wurde, ich dürfte hier meine Kandidatur zur EU-Kommissionspräsidentschaft im Beisein von Ursula von der Leyen und Günther Oettinger verkünden. Und dann, als ich meinen Fuß auf Brüsseler, auf Englisch, genau, als ich dann meinen Fuß auf Brüsseler Boden gesetzt hatte, wurde mir dann mitgeteilt, nein, doch nur Martin Sonneborn und Marco Bülow. Da habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich schon mal hier. Kann ich auch machen. Und das letzte Mal, dass ich hier war, tatsächlich, das war dann schon als Bundestagsabgeordneter, da bin ich Jean-Claude Juncker noch mal begegnet. Er küsste mich auf den Kopf, ist kein Spaß, und sagte in seinem unnachahmlichen Luxemburger Singsang, ich bin so froh, dass das Arschloch in Deutschland ist. Das hatte ich mir auch durch ehrliche Arbeit verdient, weil ich bin ihm schon damals als Europaabgeordneter ein bisschen auf die Nerven gegangen zum Thema Luxemburg-Leaks damals und Finanzskandale. Und ich will vielleicht einfach davon berichten, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Denn ich hatte eigentlich nie die Absicht, als ich ins Europäische Parlament kam, der Mann für die Finanzskandale oder der Finanzdetektiv in Anführungszeichen zu sein, sondern ich wollte tatsächlich Politik gestalten. Ich bin ja auch mit einer bestimmten Hoffnung hereingekommen. Und ich habe da, weil ich gerade ein Buch schreibe, darüber nachgedacht, wie war das eigentlich damals, als du in die Politik gegangen bist. Ich bin 2014 ins Europäische Parlament gewählt worden und damals war das große Thema noch die Auswirkungen der Finanz- und Eurokrise. Und damals gab es Artikel in den Feuilletons der FAZ, Frank Schirmacher. Ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat. Es gab auch große Hoffnungen in der politischen Linken damals, dass man ein Stück weit den entfesselten Finanzkapitalismus zurückdrängen könnte. Es gab große Bankenkrisen. In den USA wurden Banken verstaatlicht und es wurde über strengere Finanzmarktregulierung, Finanztransaktionssteuern und viele andere Dinge mehr gesprochen. Und das ist ganz interessant, wenn man jetzt auf diese Zeit zurückblickt und guckt, was ist eigentlich von dieser Hoffnung übrig geblieben, also ohne, dass wir jetzt hier so eine Begräbnisfeier haben, aber es ist doch recht interessant zu sehen, wenn man diese politische Entwicklung, als ich ins Europäische Parlament eingezogen bin, 2014, also vor fast 10 Jahren, mit der heutigen Situation vergleicht, wo wir eigentlich stehen. Also mit einer großen Hoffnungslosigkeit aus meinem Empfinden heraus, einer großen Frust auch insbesondere in Deutschland, aber auch in vielen europäischen Ländern. Damals also diese Hoffnung, dass man jetzt womöglich diese Politik ein Stück weit zurückdrängen könnte. Und ich bin dann in das Europäische Parlament eingezogen und wir hatten Debatten über die Aufspaltung von Großbanken. Wir hatten Debatten über die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Und ich konnte hier in Brüssel sehr genau erleben, wie diese Lobby, über die Marco gesprochen hat, wie die eigentlich gewinnt. Und der große Faktor, wie sie gewonnen hat, war der Faktor Zeit. Ich weiß, wie am Anfang in den großen Gipfelbeschlüssen Angela Merkel zum Beispiel dann auf einmal die Finanztransaktionssteuer mit in die Gipfelkommuniqués gebracht hat. Und irgendwann gab es einen Vorstoß der EU-Kommission, der war auch gar nicht so schlecht. Und kurze Zeit später, als dann schon so, ich sag mal, die Erinnerung an die Finanzkrise ein Stück weit verflogen war und neue politische Probleme in Europa diskutiert wurden, als die Kürzungspakete dann durchgesetzt wurden in vielen südeuropäischen Ländern, kamen dann auf einmal die Finanzlobbyisten wieder aus ihren Löchern gekrochen. Und ich glaube, es war damals Goldman Sachs, die eine Studie verbreiteten, auch hier in Brüssel, die sie übrigens nie veröffentlicht haben, weil dann hätte man sie sehr leicht auch widerlegen können. Da war viel methodischer Schwachsinn drin. Aber sie haben diese Studie auf den Tisch gebracht und davor gewarnt, also welche verheerenden Effekte eine solche moderate Finanztransaktionssteuer haben würde. Kurze Zeit später ist die EU-Kommission dann ein Stück weit zurückgerudert und dann hat man gesagt, ja, jetzt macht man so eine Art verstärkte Zusammenarbeit mit einer Gruppe williger Staaten, die diese Steuer weiterverfolgt. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie es dann hieß, auch im Wahlkampf, auch von Olaf Scholz damals, also der noch nicht Bundeskanzler war, aber dann kurze Zeit später Finanzminister und sogar von Markus Söder,
Ja, wenn diese Steuer jetzt nicht kommt auf europäischer Ebene, dann machen wir die notfalls sogar im nationalen Alleingang. Wir sind ja ein bedeutender Finanzplatz und es gibt ja zum Beispiel auch die Stempelsteuer, die Börsensteuer in Großbritannien. Die hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass die City of London kein bedeutender Finanzplatz mehr ist. Also können wir ja auch vorangehen, sozusagen gleich mit Frankreich oder so. Und als dann... als man ihn dann fragte, warum er denn glaube, dass er das jetzt durchsetzen würde, hat er einfach geantwortet, ja, weil ich jetzt Finanzminister bin. Also ich, Olaf Scholz. Wenige Wochen später, ich saß damals im Finanzausschuss, legte er dann einen Vorschlag vor, der eigentlich überhaupt nichts mehr mit der Idee der Finanztransaktionssteuer zu tun hatte, sondern da stand dann, waren die ganzen Derivate, also die, die Finanzwetten, also Papiere, die zum Beispiel jetzt auf die Entwicklung von Rohstoffpreisen oder so ähnliches lauten, die waren herausgenommen. Und ich kritisierte das damals mit meiner Kollegin Lisa Paus, die jetzt Familienministerin in Deutschland ist. Und dann sagte Herr Scholz im Finanzausschuss, ja, das sei nationalistisch und antieuropäisch, jetzt seinen Vorschlag zu kritisieren, weil dann wolle man ja keine europäische Einigung. Also derselbe Scholz, der kurz vorher noch gesagt hat, man würde das notfalls im Alleingang machen. Und ich weiß noch, ich war frisch im Bundestag und ich habe das dann öffentlich gemacht. Also ich, heute passiert ja viel über die sozialen Netzwerke. Ich hab dann gesagt, ich finde das kurios, dass sozusagen die Forderung nach einer echten Finanztransaktionssteuer nationalistisch und antieuropäisch sein soll. Wir hatten gerade erlebt, wie verheerende Kürzungspakete in südeuropäischen Ländern aufgelegt wurden, wie Renten gekürzt wurden, wie Löhne gekürzt wurden, wie Infrastruktur privatisiert wurde. Fand ich das eine bemerkenswerte Äußerung. Ich habe dann meine erste Rüge bekommen, gleich im Deutschen Bundestag im Finanzausschuss, weil mir wurde dann erklärt, dass was da drin besprochen wird, das dürfe man nicht, also das sei so common, dass man das nicht öffentlich zitiert. Ich habe dann später gelernt, das ist gar nicht so. Also sie standen immer sofort alle im Hinterausgang vor der Kamera, wenn sie zu den regierungstragenden Fraktionen gehörten. Aber ich war erst mal ein bisschen schockiert, weil hier kannte ich das ganz anders. Im Europaparlament, also in den Ausschusssitzungen, habe ich mich immer gewundert, wer da alles so sitzt. Ich habe die meisten gar nicht gekannt, bis ich dann mitbekommen habe, das sind teilweise eben auch Interessenvertreter und so weiter und so fort. Aber zumindest war es dadurch ein Stück öffentlicher. Und ganz ähnlich lief es eben bei dieser Bankentrennung. Ich habe damals mit dem heutigen Finanzminister Saarlands, Jakob von Weizsäcker, für eben diese Aufspaltung, und das ist jetzt kein besonders linker Sozialdemokrat oder so gewesen, für die Aufspaltung der Banken gestritten. Und auch dort war es so, ich erinnere mich noch an den Kollegen Höckmark, ein schwedischer Kollege, der ein Vertreter der Interessen der Finanzindustrie war, von der konservativen schwedischen Partei, ein sehr höflicher Mann, der mit uns in dieser Verhandlungsgruppe saß. Und der hat dann immer, es gab dann immer Stillstand und es gab keine Einigung im Europäischen Parlament. Und dann hat er irgendwann mal so einen Vorschlag geschickt, einen Vorschlag herumgeschickt. Und ich öffnete dieses Dokument und er machte da einen Vorschlag, dass man doch diese ganze Bankentrennung nicht mehr bräuchte, sondern er machte irgendwelche Ausführungen über die Geschichte der Banken im alten Venedig. Und damals hätte man das System der Buchhaltung eingeführt. Und es würde doch reichen, wenn man das einfach alles quasi, also so diese Giftpapiere in den Banken, wenn man da einfach eine separate Buchhaltung für einführt. So mache ich das jetzt mal verkürzt. Und ja, ich bin auch Ökonom. Ich fand das auch historisch alles sehr interessant. Aber habe gedacht, warum befasse ich mich jetzt hier mit im Europäischen Parlament? Und es war klar, er wollte also diese Idee der Bankentrennung abräumen. Und diese Sprache kam mir so verdächtig vor. Also das war nicht, wie der Kollege Höckmark gesprochen hat. Und dann habe ich meinen Mitarbeiter gebeten, nochmal in die Dateikennung zu gucken. Und das kam direkt von der schwedischen Bank. Und da habe ich dann eben gemerkt, also mir wurden dann sehr schnell die Illusionen hier genommen, wer sozusagen hier auf die Gesetzgebung einwirkt. Das natürlich hier über viel Geld und Interessen entschieden wird, ist klar, und dass es Lobbyismus auch ein Teil von Politik ist, also organisierte Interessenvertretung. Aber durch die Zeit und eben auch dadurch, dass der Druck der Öffentlichkeit gewichen ist, sind dann eben viele dieser Reformen beerdigt worden. Und sicherlich ist der Finanzmarkt heute ein anderer, aber diese Themen sind nicht weg. Also wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, jetzt durch den Aufstieg des Internets, wir haben Digitalkonzerne, die drohen zu neuen, großen, mächtigen Schattenbanken zu werden. Also vor wenigen Jahren hatten wir die Diskussion, dass Facebook
im Kern eine eigene Digitalwährung aufziehen wollte. Und wenn man das sich jetzt mal anguckt, Facebook hat, glaube ich, ungefähr ein Drittel der Menschheit als Kunden, diese ganzen, also Instagram und WhatsApp und so weiter dazu zählt. Und dagegen ist die Deutsche Bank ein Kindergeburtstag. Das heißt, diese Themen sind natürlich nicht weg. Und von dieser Befassung mit diesen Themen bin ich dann eben immer wieder auf Finanzkrisen gestoßen und wenn man auf Finanzskandale gestoßen. Und wenn man sich die politische Entwicklung seither anguckt, ist das eigentlich ganz spannend, weil ich habe ja beschrieben am Anfang, wie die Hoffnung da war, dass man die Macht des Finanzmarktes zurückdrängt, der ja im Prinzip seit Mitte der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre immer mehr entfesselt wurde. Das waren ja politische Entscheidungen. Und viele der Dinge, die wir heute diskutieren, ja, haben immer noch mit dieser Entwicklung zu tun. Also ich bin kein großer Freund der Sanktionen, die jetzt erlassen wurden, aber es ist zum Beispiel sehr interessant, dass gerade Großbritannien in der Diskussion um jetzt im Ukraine-Krieg eine sehr starke Konfrontation sozusagen mit Russland einnimmt, aber die ganzen Oligarchen sitzen in der City of London und haben sich da eingekauft. Und woher kommt das? Weil wenn ich sozusagen einerseits die Finanzmärkte immer mehr, wenn ich die immer mehr entfessle und fördere, dass sich eine ganze Industrie entwickelt mit Briefkastenfirmen und allen möglichen drum und dran, schaffe ich natürlich hervorragende Tunnelsysteme, um Sanktionen, die ich selber auch kritisch sehe, auch in ihrer Wirkungsweise und Effektivität, aber selbst wenn man sie befürwortet, verhedde ich mich dann irgendwann in Widersprüche, weil ich kann sie gar nicht mehr durchsetzen. Sie haben sich sozusagen aufgrund des Interesses, den Finanzmarkt immer weiter zu fördern, dort in Widersprüche begeben. Und das ist dann natürlich eine Politik, die ich dann irgendwann auch den Leuten nicht mehr erklären kann, weil wir dann diese ganzen politischen Maßnahmen ergreifen und im Endeffekt, weiß ich nicht, kaufen wir jetzt zum Beispiel das Öl oder Gas dann eben über Umwege teurer ein. Und das führt dann natürlich auch zu politischen Entwicklungen. Wir alle kennen die zum Beispiel Wahlumfragen in Deutschland und die Ergebnisse für die AfD. Diese Entwicklung ist also nie wirklich zurückgedrängt worden. Und es ist immer ganz interessant, wie die Befürworter einer solchen Entwicklung uns eigentlich erzählen, dass sie quasi Vertreter der wirtschaftlichen Vernunft seien. Und wenn man sich aber mal anguckt, also wenn man den Blick nach Großbritannien zum Beispiel mal wirft, die ja die City of London groß gemacht haben unter Margaret Thatcher in den 80er Jahren, das war die Zeit, als sie ihre Industrie beerdigt haben. Das war die Zeit, wenn man sich auch die Wachstumsraten, die Produktivitätsentwicklung seither anguckt, gibt es eine große Studie von Forschern der University of Cambridge, hat Großbritannien seither Wohlstand verloren. Aber natürlich in der City of London wurde gutes Geld verdient bis zur Finanzkrise und dann wurden die Kohlen aus dem Feuer geholt. Und ich glaube, wenn wir auf die aktuellen politischen Entwicklungen blicken, kann man sehr viel mit diesem Kampf Demokratie versus Finanzmärkte erklären, weil wer jetzt zum Beispiel auf eine Partei wie Syriza blickt, die griechische Linkspartei, mit der ich damals in der Fraktion war, die ja damals angetreten war, natürlich aus einer sehr schwachen Position heraus, aber mit einem doch überwältigenden Wahlsieg in Griechenland, diese Politik herauszufordern, die hat jetzt einen Vorsitzenden, der Reeder und Investmentbanker war und im Prinzip ja, Lohnkürzungen und andere Dinge gefordert hat in der letzten Finanzkrise. Und das zeigt ja auch, was mit der politischen Linken ein Stück weit passiert ist in dieser Finanzkrise. Und ich glaube, das ist ein Grund, dass rechte Kräfte so stark sind, weil eben auch diese Aufgabe, also auch den Protest gegen diese Politik zu organisieren, nicht mehr von links wahrgenommen wurde. Jetzt kann man auch sagen, da hat eine Erpressung stattgefunden. Griechenland wurde damals der Euro abgedreht, wenn sie eben diese ganzen Strukturreformen nicht umsetzen. Aber das Interessante ist, dass ja immer behauptet wird, und das ist jetzt eben in der Debatte mit der Schuldenbremse ähnlich, es hätte keine Alternative zu dieser Politik gegeben. Also bei Griechenland hat man immer gesagt, die Staatsverschuldung ist so hoch. Ja, aber im Ergebnis dieser Politik ist die Staatsschuldenquote von 120 auf 180% explodiert, weil auch die Wirtschaft eingebrochen ist. Die Wirtschaftsleistung Griechenlands ist heute noch nicht auf dem Stand. Wir reden jetzt von einer Entwicklung von damals Finanzkrise war 2007, 2008 und dann Griechenlandkrise 2010. Also fast 15 Jahre danach ist die griechische Wirtschaftsleistung unter dem Niveau
dass sie damals war. Das sind die Ergebnisse dieser Politik. Und auch damals haben wir bereits über Dinge diskutiert, die wir jetzt in Deutschland aktuell wieder diskutieren, mit der sogenannten Schuldenbremse. Wir hatten damals den Fiskalpakt in Europa. Der wurde übrigens von Merkel mit Zustimmung von SPD und Grünen verabschiedet, weil dafür eine Grundgesetzänderung erforderlich war, weil man ein Stück weit die Haushaltskontrolle abgegeben hat, mit dem Versprechen, die Finanztransaktionssteuer würde eingeführt werden. Das war der politische Deal. Den Fiskalpakt, die Schuldenbremse auf europäischer Ebene, die haben wir. Die Finanztransaktionssteuer haben wir immer noch nicht. Und sie hat übrigens im Koalitionsvertrag der Ampel, trotz der Versprechen von Scholz, kommt sie gar nicht mehr vor. Steht nicht mal mehr drin. So, und da muss ich sagen, habe ich auch kein Verständnis mehr, auch bei Sozialdemokraten und Grünen, also für dieses Selbstmitleid, was da zuweilen formuliert wird. Also ich höre jetzt immer, ja, das ist der Christian Lindner, wir haben ja die Schuldenbremse im Grundgesetz, wir können so wenig machen. Also erstmal will ich dazu sagen, als ich 2019 im Deutschen Bundestag war, nochmal einen Schritt zurück, wir haben hier schon während der Finanzkrise über exakt die Dinge gesprochen, die wir heute jetzt in Europa in der politischen Debatte beobachten. Damals haben ich und andere argumentiert, dass Länder wie Italien zum Beispiel mehr Spielraum brauchen, um zu investieren, weil die wenigsten wissen das. Ein Land wie Italien, wo man immer sagt, so hohe Schulden, die haben bis zur Corona-Krise über 30 Jahre Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet, als einziges Industrieland. Die wurden nur immer aufgefressen von den Zinszahlungen auf die Altschulden. Und über 30 Jahre haben sie sozusagen gespart, aber sie haben nicht im Ergebnis gespart. Und das nennen Ökonomen das Sparparadoxon, weil wenn ich sozusagen die Staatsausgaben reduziere, sinken natürlich auch die Einnahmen von Unternehmen und privaten Haushalten. Und deswegen, das konnten wir in Griechenland beobachten, wenn ich eben sehr viel spare, versuche zu sparen, aber auch die privaten Haushalte sparen und auch die Unternehmen investieren nicht mehr, sinkt halt meine Wirtschaftskraft und im Ergebnis spare ich nicht. Also alle versuchen zu sparen und im Ergebnis bricht die Wirtschaft ein und meine Schuldenquote sinkt gar nicht. Und diese Situation hatten wir in Italien über viele Jahre. Und damals war also ein ganz moderater, also ein sozialdemokratischer Vorschlag, den ich gemacht habe, nehmt doch wenigstens die Investitionen aus dem Fiskalpakt raus. Dass wenigstens wieder investiert werden kann. Also jetzt nicht Ausgaben für Sozialstaat oder wenn wir jetzt über die PISA-Ergebnisse in Deutschland, ja, schlimmen Bildungsresultate sprechen. All das, was wir jetzt bräuchten für die Kinder, den kann ich ja, also das sollten wir seit Corona gelernt haben, nicht einfach nur ein iPad in die Hand drücken oder so und dann ist alles gut, sondern die brauchen Lehrer. Gehälter von Lehrern sind keine Investitionen nach den ökonomischen Konventionen. Das sind sogenannte konsumtive Staatsausgaben. Also nicht mal das wäre, sagen, ausgenommen. Aber wenn ich jetzt die Investitionen ausnehme, ja, das war der Vorschlag, damit ich wenigstens auch den Ländern die Möglichkeit gebe, jetzt zum Beispiel den ökologischen Umbau oder in Zukunftstechnologien zu investieren. Und was war damals die Antwort hier im Europäischen Parlament? Ja, können wir machen, aber nur für die Militärausgaben. Also bereits damals wurde darüber diskutiert, im Prinzip die Schuldenregel nicht anzuwenden auf die militärischen Ausgaben, nicht aber auf zivile Investitionen in Krankenhäuser oder Ähnliches. Und jetzt spulen wir mal vor, ein paar Jahre später, genau das haben wir jetzt mit Amtsantritt der Ampel seit dem Ukraine-Krieg gemacht. Also ruckzuck ein Sondervermögen gebacken für die Bundeswehr. Und jetzt sage ich nicht, dass die Bundeswehr, wenn sie bestimmte Aufgaben hat zur Landesverteidigung, muss sie auch irgendwie, also die brauchen Unterhosen, keine Frage. Ja? Aber die Frage ist, ob es der Bundeswehr für die Aufgabe, die sie hat, laut Grundgesetz wirklich an Geld mangelt. Also wir haben da einen riesen Filz im Beschaffungswesen. Frau von der Leyen ist ja nur EU-Kommissionspräsidentin geworden, weil sie die Sache damals so verkackt hat. Ja, und deswegen... und das Handy nicht mehr. Genau. So, deswegen will ich einfach sagen, wir haben im Prinzip wieder genau dieselben Debatten. Und wir haben auch schon ökonomisch hundertfach beobachten können, dass es keine besonders clevere Idee ist, in eine solche Krise hinein die Staatsausgaben zu kürzen. Ja, also ich meine, ist jetzt nicht Rocket Science, was dann passiert, wenn jetzt gerade die Verbraucher durch die Inflation Geld zusammenhalten, wenn die Unternehmen nicht investieren und wenn das jetzt eben der Finanzminister auch macht. Und da höre ich immer die Selbstmitleid, da gibt es ja die Schuldenbremse, da könnte man nichts machen.
Also erstmal, ich habe 2019 im Deutschen Bundestag wieder den Vorschlag gemacht, die Investitionen aus der Schuldenbremse herauszunehmen. Was war das für eine Aufregung im Bundestag? Da kamen sie alle, auch die Staatssekretärin von Herrn Habeck, Anja Hadjuk zum Beispiel, und haben gesagt, nein, das geht nicht und kann nicht an die Schuldenbremse rangehen, und haben sich alle hingestellt und das verteidigt. Damals hat übrigens schon der Bundesverband der deutschen Industrie kritisch über die Schuldenbremse diskutiert. Also es war ein bisschen komische Situation für mich als Linker sozusagen, der BDI und ich. Und 2019 war das. Dann kam die Corona-Krise. Und die Corona-Krise war ein echter Stresstest für die Gesellschaft. Und ich glaube, viele der politischen Entwicklungen, die wir jetzt haben, und der Brüche im Land, haben damit zu tun. Weil unabhängig davon, wie man jetzt zu diesen oder jenen Maßnahmen steht, wir hatten damals ein gesellschaftliches Klima, wo im Prinzip es nur noch auf der einen Seite gab, entweder man hörte jeden Morgen den Drosten-Podcast oder die anderen haben irgendwie gesagt, Corona gibt es nicht. Und, so, ne? Also dazwischen gab es irgendwie nichts mehr. Und das war eine sehr schwierige politische Situation, auch als Politiker. Man saß ja auch zu Hause und musste dann irgendwie Politik nur noch über Twitter oder so machen. Und wir haben gleichzeitig eben den Aufstieg des Internets gehabt mit den ganzen Algorithmen, wo dann eben große Digitalkonzerne im Prinzip steuern, was wir lesen und wie wir diskutieren, und haben eigentlich eine wahnsinnige Polarisierung in der öffentlichen Debatte erlebt. Und ich glaube, dass das unsere Gesellschaft über Corona hinaus krank gemacht hat. Also krank im Sinne des demokratischen Prozesses und der Debattenkultur, die wir mittlerweile haben, weil ich eben beobachte, ob das jetzt Corona oder Ukraine-Krieg oder was auch immer ist, es gibt sozusagen immer nur noch, man muss sich dauernd bekennen. Also ich will das mal als Beispiel nennen. Ich habe jahrelang in Deutschland den Finger in die Wunde gelegt, wie Oligarchen ihr Geld waschen können. Auch russische Oligarchen. Ja, also ich bin mit Sicherheit zum Beispiel niemand, dem man jetzt irgendeine besondere Putin-Nähe oder sowas andichten kann. Aber dennoch habe ich zum Beispiel eine kritische Sichtweise auf die Frage, ob wir nicht mehr diplomatische Initiativen in der Ukraine bräuchten. Es gibt ja jetzt auch Aussagen vom Zelensky-Berater, dass es dort eben ein Window of Opportunity gab, damals in Istanbul, weil ich eben glaube, dass ein solcher langer Stellvertreterkrieg dort einen wahnsinnigen politischen Preis hat, also einen wahnsinnigen menschlichen Preis, und die Ukraine am Ende vielleicht gar nicht in einer besseren Verhandlungsposition ist. Das war immer meine Position. Man kann eben auch beides. Man kann zum Beispiel sagen, wir weisen den völkerrechtswidrigen Angriff von Putin zurück, aber dennoch müssen wir politisch verhandeln, so wie andere Länder auch gezwungen waren zu verhandeln bei völkerrechtswidrigen Kriegen des Westens in der Vergangenheit, weil es eine rationalere Bewältigung der Sicherheitsprobleme in der Welt ist. Und wir haben im Prinzip kein politisches Klima, wo das mehr diskutiert werden kann, weil man sofort seinen Stempel bekommt. Und das hat auch etwas mit den politischen Prozessen und mit der Entwicklung des Internets und der Debattenkultur zu tun, die ein Stück weit, wo die Corona-Krise ein Katalysator war, weil wir diesen, ich nenne das jetzt mal so, Digitalisierungsschub hatten. Und alle Probleme, die wir jetzt diskutieren, also auch PISA und in den Schulen, hängen natürlich auch damit zusammen. Und ich sehe das selber, ich bin selber Vater eines Sohnes und ich kriege mit, wie die Kinder weniger Lesekompetenz und viele andere Dinge mehr haben. Und das Fatale ist, wenn man eine solche gesellschaftliche Situation, wo eben der Zusammenhalt eh schon sehr brüchig war, dann jetzt mit einer solchen Politik kommt, also wo man einerseits sagt, ja, wir haben jetzt einen riesen Energiepreisschock, aber wir setzen jetzt eben nochmal drauf, dass wir eben die Staatsausgaben kürzen, machen aber zeitgleich hier ein riesen Sondervermögen fürs Militär, ja, dann darf man sich nicht wundern, wenn man, wie ich heute Morgen, die Zeitung aufschlägt und sieht, im Osten ist die AfD jetzt bei 32%. Und dann setzt sich Herr Habeck in die Talkshow bei Anne Will und sagt, wir sind umzingelt von Wirklichkeit. Ich weiß aber nicht, ob die Wirklichkeit bei denen immer noch so wirklich durchdringt. Weil das sind wirklich politische Verhältnisse, die machen mir Angst vor der zukünftigen Entwicklung. Und wir haben ja über die Schuldenbremse diskutiert. Also
Marco hat das heute früh wieder erlebt. Ich habe es übrigens heute früh auch erlebt. Unsere Bahnen fahren kaum noch pünktlich. Wir sind, also ich rede jetzt über Deutschland, wir sind im PISA-Ranking abgestürzt. Wir haben einen riesen Strukturschock für die deutsche Wirtschaft, weil wir irgendwie den ökologischen Umbau schaffen müssen. Und wir sagen, in dieser Situation, wo wirklich unser geringstes Problem die Staatsverschuldung ist, wir haben kein Geld und wir fahren die Staatsausgaben zurück und diskutieren dann in den Talkshows irgendwie über Gendern, Bürgergeld und weiß ich nicht, was dann gerade wieder irgendwie Amira und Oliver Pocher. Und da muss ich halt wirklich sagen, da haben einige nicht verstanden, in welche Richtung sich gerade der Zug bewegt. Und wenn dann gesagt wird, ja, man sei ja in so einer schwierigen politischen Situation, weil das dann eben die politischen Mehrheiten und die Schuldenbremse, glaubt dem nicht, weil die Schuldenbremse zum Beispiel hat eine Ausnahmeregel, die hat man bei Corona gezogen, die sogenannte außergewöhnliche Notlage. So, es ist ja nicht so, dass der Staat immer erst vor Steuereinnahmen einnehmen muss, um Geld auszugeben, haben wir in Corona gesehen. Er kann im Zweifel sehr viel, hat sehr viel Firepower und kann das mobilisieren. Da könnte jetzt sehr theoretisch werden, aber wir haben auch gesehen, wie die Euro-Krise beendet wurde, indem einfach die Zentralbank gesagt hat, whatever it takes, weil im Zweifel kann ein Staat in seiner eigenen Währung nie pleite gehen. Das heißt nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt besinnungslos Geld rauszuhauen, weil dann kann eine Wirtschaft auch überhitzen und Inflation entstehen. Aber dieses Problem haben wir gerade nicht. Also die Inflation, die wir jetzt haben, die kommt von den Energiepreisen und nicht, weil irgendwie die Wirtschaft überhitzt, weil die durch Corona die Wertschöpfungsketten zerstört waren und so weiter und so fort. Und wenn das die Situation ist, haben wir das geringste Problem jetzt mit der Staatsverschuldung. Im Gegenteil. Man kann sich so ins Koma kürzen, dass die Schulden steigen, statt zu sinken. Wir haben aber auch Möglichkeiten, diese Schuldenbremse zu umgehen, schon jetzt. Also die außergewöhnliche Notlage, die ich bei besonders schweren Störungen des Wirtschaftslebens ziehen kann. Corona-Krise wurde das gemacht. Ja, und dann kommt der Ukraine-Krieg und ein Energiepreisschock und die Ampel sagt, wir stellen das einfach ein. Wir beenden die außergewöhnliche Notlage und stattdessen machen wir Schattenhaushalte. Und ich bin dann zu Kollegen, die ich auch schätze, von Sozialdemokraten und Grünen, und habe gesagt, das ist doch völlig verrückt, was ihr hier macht. Das kann doch nur in die Hose gehen, politisch für euch auch in die Hose gehen. Ich meine, die Kanzlerpartei steht jetzt bei 15%. Das ist gerade noch das Dreifache der 5%-Hürde. Und da sagen die zu mir, ach Fabio, du siehst das zu eng, wir haben noch die ganzen Schattenhaushalte. Ja, Pustekuchen. Jetzt haben wir das Verfassungsgerichtsurteil. Und ganz ehrlich, ich glaube bisher, also ich höre jetzt mittlerweile auch aus SPD und Grünen, der Olaf, der ist ja da immer, hat sich ja immer hingestellt und hat so getan, als hätte er einen Plan. Ich glaube, die fangen jetzt langsam an, drüber nachzudenken, was ist denn, wenn er gar keinen Plan hat? Vielleicht hat er gar keinen Plan. So. Und deswegen, glaube ich, sind wir in einer sehr ernsten politischen Situation, auch wenn ich ja angeblich hier bei einer Spaßpartei bin oder so, aber ich glaube, wir sind in einer sehr ernsten politischen Situation. Achso. Stimmt, ich bin hier beim Seriösen. Ich will damit nur sagen, ich glaube, wir sind in einer sehr ernsten politischen Situation und man sollte, es gibt so einen Reflex, den ich politisch beobachte und der ist, weil die AfD so stark ist und weil der Friedrich Merz irgendwie jetzt auch nicht so toll ist, deswegen steckt man den Kopf in den Sand und man darf die Ampel nicht mehr kritisieren, weil es ja Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten und so. Und das ist, da merke ich immer, da ist sozusagen die Umfrageergebnisse der AfD sind immer die perfekte Ausrede, um mit einer beknackten Politik fortzufahren, weil ja die Alternative immer so bedrohlich ist. Aber genau das führt eben langfristig zu Stärkung der Gurkentruppe vom rechten Rand. Und wenn wir sehen, was wir auch für Fliehkräfte in Europa haben, halte ich das eben für eine völlig unverantwortliche Politik. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass auch wieder eine politische Bewegung oder Kraft dafür entsteht, zu sagen, wir dürfen es nicht mehr zulassen, dass wir uns in einen solchen Debattenkorridor drängen lassen, in dem eben diese Politik nicht mehr hinterfragt werden kann. Und wir sehen das ja jetzt an der Schuldenbremse. Also ich war wirklich,
als ich im Bundestag das Thema aufgemacht habe, ich habe damals eine Initiative gestartet und Arbeitgeber an Ökonomen eingeladen mit zwei Sozialdemokraten im Bundestag. Wir haben alle eingeladen, auch die CDU kam. Wir waren eine absolute Minderheit. So, und jetzt auf einmal sagen alle, oh Gott, Schuldenbremse, tingeln durch die Talkshows und das Wirtschaftsministerium hat jetzt vorgeschlagen, die Investition von der Schuldenbremse auszunehmen. Kai Wegner, der Berliner Bürgermeister, unterstützend vorstellt. Das war das, was ich 2019 im Bundestag verlangt habe. Alle haben mich angeguckt, wie als sei ich vom anderen Planeten. Und damit will ich nur sagen, man darf sich nicht einreden lassen, dass man selber bekloppt ist. Häufig ist es das Stümpertum auf der Regierungsbank. Deswegen hoffe ich sehr, dass wir auch wieder eine politische Debatte in Deutschland hinbekommen, die eben weg davon geht, sich entscheiden zu müssen zwischen einer solchen verantwortungslosen Politik und gleichzeitig eben auf die AfD zu zeigen und sagen, wir können nichts machen, wir müssen uns jetzt alle an diese Politik ketten und irgendwie Beifall klatschen vor Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner, weil sonst die Demokratie stirbt. Nein, es ist, glaube ich, umgekehrt, wenn diese verantwortungslose Politik noch weiter fortgesetzt wird, auch für die Legislaturperiode, dann sehe ich sehr, sehr schwarz für Deutschland, aber dann auch für die weitere Entwicklung in Europa. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Fabio. Scheiße, dass man sich das von einem Italiener sagen lassen muss hier in diesen Zeiten. Das war die schärfste und klarste Analyse, die es wahrscheinlich in diesem Raum je gegeben hat. Ich würde sowas auch gerne mal in der FAZ oder in der Süddeutschen Zeitung lesen. Oder mal bei, nee, Anne Will gibt es wahrscheinlich nicht mehr, oder? Das ist vorbei. Ich kenne das Gefühl, dass man seiner Zeit voraus ist mit seinen Analysen und Forderungen sehr gut. Wir haben schon vor 4 oder 5 Jahren den Bau im Wahlprogramm, nee, einem Wahlprogramm Bundestagswahl 21 war es, glaube ich, den Bau einer deutschen Atombombe gefordert und haben damals dazu geschrieben, dass wir das nur fordern, weil wir einmal die Ersten sein wollen. Und jetzt hat Joschka Fischer das heute auch schon übernommen. Also ich kenne das Gefühl sehr gut. Was du noch nicht weißt, weil ihr in Bahnen unterwegs wart, ohne Internetzugang in Deutschland, ist, dass der griechische Finanzminister, der damals Finanzminister war, als die Bild-Zeitung den Griechen geraten hat, ihre bekloppten Inseln zu verkaufen, um den Staatshaushalt zu sanieren, der hat heute oder gestern war es, glaube ich, den Deutschen geraten, jetzt ihre bekloppten Inseln zu verkaufen, um ihr Haushaltsloch zu sanieren. Wir werden morgen im Bericht aus Brüssel darauf eingehen und zurückschlagen, aber es ist natürlich klar, dass angesichts steigender Meeresspiegel wir jetzt uns ranhalten sollten, um Sylt und Mainau und Mallorca abzustoßen. So, eins werden wir nicht tun, wir werden nicht sparen. Wir werden jetzt runter in die Katakomben gehen und dort Champagner ich kann es wiederholen, ich habe es am Anfang gesagt, für 2.500 Euro trinken. Wahrscheinlich das letzte Mal, dass das hier möglich ist. Und ich freue mich drauf. Bis dahin gibt es noch Fragen, also die hier an Fabio und Marco gestellt werden können, wenn sie bereit sind, auch was zu beantworten. Seid ihr oder ist das genug für 1.000 Euro? Gut, bitteschön. Ich habe eine Frage und eine kleine Kritik. Also meine kleine Kritik ist, ich glaube, auch wenn ich jetzt kein Fan von Militärausgaben bin, ist das Thema zu komplex, um das mit absoluten Zahlen zu vergleichen. Aber da können wir vielleicht nochmal später drüber reden. Meine Frage wäre jetzt zum Thema Lobbyismus. Wie haben Sie sich da Gedanken gemacht, bestimmt, oder was sind Ihre Gedanken? Wie kommt das denn? Also ich jetzt unterstelle jetzt mal den Grünen nicht, dass die das Ziel hatten, die Kerosinlobby zu fördern oder die Flugzeuglobby. Und jetzt schaffen die es trotzdem nicht, das abzuschaffen. Also wie kommt es, dass jetzt aus... Also versuchen Sie es oder versuchen Sie es nicht? Ja, aber warum? Also wie kommt es, dass... Also ich würde jetzt den grünen Abgeordneten unterstellen, dass die gewisse Ideale haben, immer noch, weswegen sie Politiker sind und warum sie im Bundestag sind. Und dann auf einmal passiert es nicht. Also wie kommt das? Kommt da jetzt jemand, der sagt Geld und sagt hier, wenn er das macht, dann... oder? Können Sie das mit den Idealen nochmal formulieren? Das fand ich interessant.
Haben wir das? Ja, als Strafverteidiger müssen wir das immer so, das sind so gute Leute, ja. Okay, dann jetzt weghören. Was? Jetzt bitte weghören. Also ich kann jetzt weniger was zur Kerosinsteuer sagen, aber was ich beobachte, es ist nicht so, dass alle werden im Bundestag gewählt, da gibt es natürlich sehr viele Leute, die sind auch, stehen morgens auf, gucken in den Spiegel und wollen eigentlich was erreichen. Aber es gibt so einen schleichenden Prozess. Also ich nenne jetzt mal das Beispiel des Haushalts. Wenn dann immer gesagt wird, wir können ja nicht, wegen Christian Lindner oder so, ja, was Quatsch ist, weil so wird ein Haushalt nicht gemacht im Bundestag, sondern es ist so, der wird mit der Mehrheit beschlossen und da haben SPD und Grüne, sind die stärkeren Koalitionspartner und haben sehr viele Durchsetzungsmöglichkeiten. Und ich meine, die müssen nur 20 Jusos irgendwie sich nehmen, die da irgendwie ein bisschen Stress machen und sagen, wir stimmen da nicht zu, wenn es nicht wenigstens dieses oder jenes gibt. Nicht mal das haben sie versucht. Die sind dann irgendwie dauernd im Fahrstuhl irgendwie auf Instagram oder haben ihr Frühstück da und erzählen was vom Sozialismus, aber schaffen es nicht im Parlament, da mal einen kleinen Aufstand zu machen. Und da ist, glaube ich, die andere Seite sehr viel schlauer, wenn man sich anguckt, was die FDP zum Beispiel jedes Mal in der Ampel aufs Trapez bringt, um bestimmte Interessen durchzusetzen. Und ich glaube, das hat was mit einem Anreizsystem zu tun, weil natürlich ist es so, wenn ich jetzt für bestimmte Interessengruppen Politik mache, jetzt sehen wir mal die FDP, dann kriege ich halt morgen auch noch einen schönen Leitartikel bei Axel Springer. Das ist vielleicht nicht jetzt unbedingt so, wenn ich Stress beim Haushalt mache, dann bin ich halt der verrückte Juso aus Gummersbach oder so. Ja? Allerdings nehme ich eben wahr, dass es auch eine bestimmte Tendenz gibt im politischen Betrieb, sich dem zu fügen. Und ich will das eine Beispiel nennen. Also als ich versucht habe, die Schuldenbremse im Deutschen Bundestag zu thematisieren, standen sie die meisten auf der Bremse. Kurz danach haben sich auch bei den Grünen, die haben dann gesagt, die haben dann damals meinen Vorstoß abgelehnt und haben dann was Ähnliches gemacht, was sie dann anders genannt haben und das hieß dann so eine Investitionsregel. Und kurz, ich habe dann in der Corona-Pandemie zum Beispiel gesagt, wenn wir jetzt die ganzen Corona-Kredite wieder tilgen sollen in den nächsten 20 Jahren, der Bundestag hatte festgelegt, das in 20 Jahren zu machen, was aus meiner Sicht zu kurz ist, aber egal, und dann die Schuldenbremse wieder greift, die steht ja im Grundgesetz, können wir nicht ändern, dann gibt es ja einen super Kürzungshammer. Und wenn wir den vermeiden wollen, müssen wir mal über Vermögensbesteuerung wieder reden. Und habe den Vorstoß gemacht einer sehr moderaten Vermögensabgabe. Haben auch alle geschrien, nein, und so kann man nicht machen. War wirklich moderat. Also da ging es um 50%. Nee, 10-30%, aber auf 20 Jahre. Das waren Steuersätze von 0,1-1,5% im Jahr. Wurde vom DEW durchgerechnet, die SPD-Linke und die Gewerkschaft hat das Konzept später 1:1 adaptiert. Also das war jetzt kein besonders resolutes Konzept, um überhaupt mal die Debatte wieder zu öffnen. Was macht Robert Habeck? Er schreibt einen Gastbeitrag in der FAZ, die Linke, damit meint er jetzt nicht nur die Partei die Linke, sondern die politische Linke, drohe sich in Widersprüche zu verheddern. Wir brauchen keine Debatte über Vermögensabgaben, wir reformieren doch die Schuldenbremse. So, was danach passiert? Wahl. Sie machen Christian Lindner zum Finanzminister. Ja, sorry, Reform der Schuldenbremse kommt nicht. Und Robert Habeck fordert eine Vermögensabgabe. Und kann aber jetzt sagen, ja, kann ich jetzt leider nicht durchsetzen. Christian Lindner ist der Finanzminister. Also er hat es dann geschafft, innerhalb von, weiß ich nicht, ich glaube, 6 Monaten, 3 unterschiedliche Positionen zur Vermögensabgabe einzunehmen. Und dieser strategische, das ist ein strategischer Opportunismus, das war ähnlich, mir geht es jetzt nicht um Grünen-Bashing, sondern mir geht es einfach darum, da sind Leute, die real in die Nähe der Macht kommen, die real mal etwas durchsetzen können und auch gewählt werden dafür, dass sie mal wirklich den Rücken gerade machen und sagen, wir legen uns auch mal mit diesen Interessengruppen an und wir kriegen dafür auch Unterstützung aus der Bevölkerung, das zeigen alle Umfragen. Und dann machen sie es nicht, weil es eben wichtiger ist, dass sie einen positiven Leitartikel bekommen, so weiß ich nicht, in der FAZ oder so. Und so war das bei der Erbschaftsbesteuerung genauso.
Da hatten die Grünen eine Sperrminorität im Bundesrat. Das Verfassungsgericht hat gesagt, die Ausnahmen für die Familienunternehmen, die Privilegien beim Betriebsvermögen sind nicht mehr, sind verfassungswidrig. Das heißt, sie hatten alle Karten in der Hand, um das Ding einzulochen. Und dann hat Herr Kretschmann, dann gab es einen Artikel in der Welt, Kretschmann, die letzte Hoffnung der Familienunternehmer. Ein Familienunternehmen ist jetzt hier nicht irgendwie so ein kleiner Bäcker gemeint, sondern die Quanz und Klattens und so weiter. Und Herr Habeck und Herr Kretschmann haben das zusammen beerdigt. Und wenn ich dann in eine Koalition komme, wo ich dann sage, ja, jetzt sind die Wahlergebnisse so, jetzt muss ich leider mit Herrn Lindner eine Koalition machen und dann die Schuldenbremse nicht reformiert bekomme, dann macht die Vermögens- oder Erbschaftsbesteuerung eben den Unterschied. Das sind dann die Milliarden, die mir fehlen im Haushalt. Und diese Art und Weise eben immer dann mein Fähnchen in den Wind zu hängen, daher wo ich glaube, da kriege ich jetzt vielleicht dann nochmal ein bisschen Unterstützung im Wahlkampf, sagen von aus einer bestimmten Lobby oder so, die führt dann eben dazu, dass am Ende auch das Vertrauen in Demokratie erodiert und am Ende kriege ich halt nicht mehr das umgesetzt, wofür ich politisch mal angetreten bin. Und das ist ein schleichender Prozess und die Leute sagen dann immer, ich bin das kleinere Übel. Also immer, ich bin dann halt wenigstens der Robert und nicht der Christian. So, aber das Ergebnis ist immer noch fatal und ich glaube, dass es dort einfach an einer Konfliktbereitschaft mangelt mit bestimmten Interessengruppen in diesem Land. Ja, ich würde das, glaube ich, gerne verstärken. Einmal mit ein paar wenigen Thesen, aber einmal vielleicht auch mit dem Praxisbeispiel. Ich bin reingekommen im Bundestag, war Anfang 30, jung, habe einen Wahlkreis gewonnen mit 57% in der Erststimme. Es gab eine rot-grüne Koalition. Ich dachte, super, jetzt werde ich hier die Welt verändern. Und bin in den Ausschuss gekommen, den ich wollte, in den Umweltausschuss gekommen, habe die Berichterstattung erneuerbare Energien gekriegt, wo es ja gerade richtig abging, wo es auch schon um viel Geld ging. Und dann hatte ich die ganzen Lobbyisten da sitzen. Und jetzt nehme ich mal einen raus von einem großen Energieversorgungsunternehmen, auch noch im Ruhrgebiet ansässig, also gar nicht weit von mir weg. Großer Einfluss natürlich dann auch in meine Stadt, in meinen Wahlkreis hinein. Erstes Gespräch hat dann nur Lobhudelei, hat mir nur erzählt, wie toll und wie schön. Keine einzige Forderung gestellt. Wir haben noch nicht mehr über Energiepolitik geredet. Zweiter Kontakt, Essenseinladungen. Auch hingegangen, da hat er dann einen aus der Geschäftsführung mitgenommen, er war nur Lobbyist. Das war der zweite Kontakt, da hat man schon so ein bisschen mal über Politik geredet, immer noch keine Forderung und auch kein Geldkoffer. Dritter Kontakt, Einladung, Podium ist Diskussion. Und zwar ist es so, dass die meisten bestimmen, wenn sie, also gerade die großen Konzerne, wenn sie Podiumsdiskussionen machen, parlamentarische Abende nennt man das so, dann laden sie Abgeordnete ein, aber auch Journalisten und so weiter. Und wer auf dem Podium sitzt, muss relativ wichtig sein. Die Parteien setzen dann auf dem Podium zumindest irgendwie 3, 4 von den verschiedenen Parteien. Man achtet schon darauf, dass der Opposition und auch Regierung und so weiter sitzt. Aber die entscheiden, wer auf dem Podium sitzt. Und der hat mich dahingesetzt. Super, junger Abgeordneter, auf einmal war ich schon wichtig, dass ich auf diesem Podium saß. Nicht wegen der SPD war ich wichtig und natürlich auch nicht, weil ich wichtig war, sondern der wusste, junger Abgeordneter, wichtige Berichterstattung, sein Wahlkreis gewinnt er wahrscheinlich wieder, ist in der Regierungspartei. So, also war ich so ein gutes Opfer für die. Saß auf diesem Podium und kriegte die ersten Schüttler von meinen Kollegen. Also mit Anfang 30 wurde es dann nicht ernst genommen, aber dann, oh, ich sitze auf dem Podium, ne, cool, ne, bei dem großen Energieriesen. Das war der dritte Kontakt. Der vierte Kontakt war, dass ich ein Papier von ihm gekriegt habe, obwohl ich in dem Ausschuss war, obwohl ich Abgeordneter war, obwohl das Haus auch noch SPD war, kriegte ich ein Papier von einem Gesetz, was in Mache war, wo auch meine Kollegen, also es werden welche es gewusst haben, aber die meisten meiner Kollegen hatten davon keine Ahnung, der hat mir das gesteckt, also habe ich wieder einen Vorteil gehabt, ja, gar nicht er von mir, sondern ich habe einen Vorteil gehabt, dass ich dieses Papier bekommen habe, weil ich natürlich jetzt reagieren konnte als Abgeordneter, was man meistens nicht kann. Meistens kommen die Gesetze von der Regierung und man kann kaum noch irgendwie über die überhaupt noch diskutieren, geschweige denn dann wirklich andere Mehrheiten finden, weil das auch eine gute Strategie ist, den Laden beisammen zu halten, dass man gar nicht viel diskutiert.
Jetzt konnte ich diskutieren. Mittlerweile war ich ja bei dem in der Schuld. So, und dann habe ich die Notbremse gezogen, weil ich genau wusste, wenn das jetzt weitergeht, dann kommt er natürlich mit den Forderungen. Und dann sozusagen bin ich eigentlich schon in der Schuld, dass ich das auch machen muss. Es gab dann, es ging natürlich noch weiter, und andere haben es dann noch versucht, bis hin zu, du kriegst Logenplatz bei deinem, also natürlich wussten sie Dortmund, BVB, Logenplatzangebote, Weltmeisterschaft und so weiter. Wenn du das machst, bist du auch noch in deren Hand, das kommt noch dazu. Und das heißt, das ist auch so ein Prozess, der findet statt, der findet nicht bei allen Abgeordneten statt, aber die suchen sich bestimmte raus, wo das funktioniert. Und das siehst du immer dann, du beschäftigst dich mit Sachen, gerade wieder ein sehr aktuelles Thema, CCS, ne, auch auf dieser Klimakonferenz. Das ist, wenn du die Abscheidung von CO2 nimmst, wo du sozusagen CO2 abscheidest beim Prozess und dann unter Tage verpresst in Kavernen. Wir wollten das mal im Umweltausschuss ohne große Diskussion der Öffentlichkeit, haben wir das mal sehr lange und intensiv diskutiert und relativ frei, wie die FDP sagen würde, technologiefrei und so weiter. Also wir haben alles irgendwie gemacht, wie man das mal, genau, und ich war auch nicht, war kein Feind davon. Ich wollte aber nicht wieder, dass das am Ende steht, die Risiken werden alle von der Gesellschaft übernommen und die Gewinne werden privatisiert. Aber darauf sollte es natürlich dann hinauslaufen. Dann auf einmal hatte ein großer Energiekonzern Interesse daran, diese Technologie anzuwenden, aber natürlich nur, wenn das alles komplett bezahlt wird. Und wir haben, vorher hat das keinen interessiert in meiner Fraktion. Ich habe sozusagen meine Arbeitsgruppe dazu gezwungen, dass wir da diskutiert haben. In der Fraktion hat das die Fraktion hat es aber beschlossen, also den Beschluss, den wir gemacht haben im Umweltbereich, wurde von der ganzen Fraktion beschlossen. Auf einmal gab es aber ein Interesse von einem Unternehmen und es ging um Geld und da wurde alles über den Haufen geworfen. Gar nichts zählte mehr von diesem Beschluss. Lustig war dann aber am Ende, ich will das verkürzen, lustig war aber am Ende, dass es trotzdem gar keinen Beschluss zu CCS gab. Also dieses Unternehmen wollte, dass der Versuch von ihnen, das zu verpressen, komplett bezahlt wird, dass alle Risiken übernommen werden, die es da gibt und dass im Endeffekt die Haftung der Staat übernimmt. Ich habe das total abgelehnt. Eigentlich hat die ganze Arbeitsgruppe Umwelt das abgelehnt. Eigentlich hat es auch die SPD abgelehnt. Aber natürlich bei den Verhandlungen zwischen CDU und SPD hat die SPD die Position nicht bei den Verhandlern ausgeführt. Ich war dabei. Sondern man hat sich dann darauf geeinigt, dass man es eigentlich genauso macht, wie das Unternehmen das haben möchte. Und dann hat aber Merkel am Ende allen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil dann sind die Bauern aufgestanden und haben gesagt, nee, das wird ja bei uns in den Ländern verpresst und dann gibt es so viel Widerstand, das wollen wir nicht. Und dann gab es eine Lobby, die stärker war und dann hat die das ohne Kompromiss, ich war ja da bereit gewesen, das zu fördern und so weiter, und das, gab es gar kein CCS-Gesetz. Deswegen gibt es gar keine Förderung und gar keine Möglichkeit, CCS in Deutschland zu speichern, obwohl es durchaus auch einen Beitrag liefern könnte. Aber das zeigt, wie die Gemengelage ist. Und jetzt zu der Situation, warum Leute sich einkaufen lassen oder das so mitspielen. Ein bisschen hat Fabio ja gesagt, aber ich glaube, dass es viele Faktoren sind, aber ich denke genau, dass es am Ende ist ein System entstanden mit Spielregeln, was nicht irgendwo geplant worden ist, sondern nach und nach so vollzogen worden ist, was es unglaublich schwierig macht. Da gibt es, ich will das auch gar nicht abschieben, aber natürlich ist die mediale Öffentlichkeit ein Grund, die ja nur bestimmte Sachen ausklammert, wie zum Beispiel, dass eine Bundesregierung eigentlich Ausführende ist. Du hörst in jeden Nachrichten, die Bundesregierung hat beschlossen. Die Bundesregierung kann nicht beschließen. Der Bundestag kann nur beschließen. Aber deswegen ist der Bundestag schon vorher ausgeschaltet, weil es auch so öffentlich so wahrgenommen wird und es sich keiner aufstehen würde, das zu tun. Dann hast du eine Situation, die ich gerade geschildert habe bei einigen Abgeordneten, die genauso abläuft und wo irgendwann eine Hörigkeit oder zumindest eine Abhängigkeit von diesen Unternehmen da ist. Das geht natürlich weiter. Die kriegen dann Spendengelder für ihren Wahlkampf, die kriegen Vorträge bezahlt und so weiter. Die sind vielleicht sogar im Aufsichtsrat dann irgendwann in diesen Unternehmen. Natürlich machen die dann deren Politik. Und das ist das System, wenn du so einer bist, der viele, so nennt man das dann, Wirtschaftskontakte hat, aber eigentlich viel von denen annimmt, dann bist du auch noch der, zu dem alle hochschauen. Das sind die wichtigen Abgeordneten in der Regel. Und das heißt sozusagen, die jung reinkommen, orientieren sich natürlich an denen
Und die orientieren sich nicht an einem Marco Bülow, der sowieso immer außen vor ist, weil er gegen die Fraktion stimmt und so weiter. Das heißt, es gibt da Zuckerbrot und Peitsche. Und alle, die gegen irgendwas sind, was von der Regierung kommt, was von Lobbyseite kommt, das sind die Außenseiter, die bestraft werden. Und das nimmt man natürlich wahr, wenn man in so eine Fraktion kommt. Und dann geht es natürlich, ich muss meinen Wahlkreis verteidigen. Das kann ich nicht, wenn ich aufmucke. Ne, dann werde ich, vor allem die meisten kommen nicht direkt rein. Ich wäre auch nie ein zweites Mal in den Bundestag gekommen, wenn ich nicht direkt gewählt worden wäre vor Ort. Weil auf Listenplätzen wirst du dann nie wieder abgesichert. Und das wird dir auch ziemlich offen gesagt, du kommst nicht mehr auf einen guten Listenplatz, wenn du nicht das und das machst. Ne, das ist Hannelore Kraft, damals die NRW-Ministerpräsidentin, die hat das ganz offen bei der Abstimmung zu CETA. Da war in der SPD viel Diskussion über die Freihandelsabkommen. Und da hat er gesagt, wenn ihr nicht dazu stimmt, dann landet ihr nie wieder auf irgendeiner Liste für die nächste Landtags- oder Bundestagswahl. Und so haben sie die Abstimmung da geholt. Und also wenn es hart mal auf hart kommt, meistens kommt es aber nicht hart auf hart, weil die meisten ordnen sich diesem System relativ schnell unter. Und Fabio hat das richtig gesagt, guckt euch diesen Bundestag an. Man hat immer die Hoffnung, wenn die Jüngeren reinkommen, dann wird es anders. Es waren noch nie so viele Jüngere drin wie jetzt in diesem Bundestag. Junge Grüne und Jusos haben mehr Abgeordnete als die ganze FDP. Die könnten den Laden auseinandernehmen. Die waren revolutionär, bevor sie reingekommen sind. Gerade die jungen Grünen, ne, die in Lützerath auch noch mitdiskutiert haben, diskutieren in Lützerath und demonstrieren in Lützerath, beschließen aber dann den Kohleausstieg mit den ganzen Vergünstigungen der RWE im Bundestag mit, ohne Gegenstimme. Eine hat sich dann der Abstimmung entzogen. Und das zeigt das ganze System. Ne, weil sozusagen sie wissen, oh, ich möchte wieder reinkommen in den Bundestag, ich habe nichts zu sagen mehr, wenn ich mich jetzt dagegen stelle, also ordne ich mich unter. Und wenn ich mich unterordne, dann habe ich aber nur Vorteile. So, und das System hat sich so, diese Spielregeln, die völlig undemokratisch sind, die meisten auch nicht kennen draußen, hat sich so etabliert, gerade bei den Regierungsparteien oder bei denen, die nah an der Regierung sind oder spätestens dann, wenn sie in der Regierung sind, dass das funktioniert. Ich will ein letztes Beispiel nennen, weil er hier auch bekannt ist, Sven Giegold. Ich kenne den persönlich und ich habe den lange geschätzt und wir haben sogar auch zusammen Veranstaltungen gemacht. Das ist ja einer bei Attac, der für die, weil wir das gerade hatten, die Finanztransaktionssteuer, der die mit sogar bekannt gemacht hat und sozusagen der Politik versucht hat aufzuzwingen, der lange dafür geworben hat, der sitzt jetzt in der Regierung als Staatssekretär. Auch der hat nicht versucht, weil du das erwähnt hast mit der Ampel, das jetzt reinzubringen, weil jetzt ist er Staatssekretär, jetzt braucht er das nicht mehr. Auf Kühnert brauche ich gar nicht eingehen und andere, was die noch vor wenigen Monaten oder ein paar Jahren gesagt haben, das ist alles vorbei, wenn du erstmal dann ein wichtiges Amt und Mandat hast. Bei manchen brauchst du ein bisschen länger, bei manchen dauert es nicht ganz so lange. Das ist sozusagen eingepreist. Und wenn man das nicht verändert, dieses System, deswegen sage ich das immer, das bringt überhaupt nicht, zu einzelnen Themen zu streiten. Wenn du das System nicht veränderst, wird sich das nicht verändern, egal wer regiert. Egal, welche Farbe du da austauscht. Ne, dann magst du zwar einen anderen Eindruck haben, dass die Grünen vielleicht doch noch ein bisschen idealistischer sind. Spätestens dann, wenn sie in der Regierung sind, und das war übrigens auch unter Rot-Grün damals schon so, deswegen ist das für mich keine Überraschung mehr. Die haben die ganze Scheiße, Entschuldigung, die SPD da gemacht hat, mitgemacht damals. Nur die SPD wurde dann immer dafür verhaftet. Dass die in der Ampel nicht anders sind als SPD und FDP, wundert mich überhaupt nicht mehr. Gibt es noch eine letzte oder vorletzte Frage, die auch kurz beantwortet werden kann? Jochen. Wir wollen auch arbeiten für unser Geld. Ich habe jetzt heute Abend verstanden, dass wir in einer auf Wahlen basierenden repräsentativen Demokratie leben, in der Fraktionsvorsitzende und Regierung lobbygesteuerte Marionetten sind. Habt ihr irgendeinen Anlass zur Hoffnung, dass sich dieses System von selber reformieren kann? Oder ich kann es auch anders formulieren, die Frage. Wenn ihr beide jetzt die verfassungsgebende Versammlung in der Bundesrepublik wärt nach einem Dritten Weltkrieg, welches System würdet ihr aufsetzen? Also erstmal will ich nicht auf den Dritten Weltkrieg hoffen. Und ich glaube auch nicht, dass alle lobbygesteuerte Marionetten sind, sondern es ist eben tatsächlich komplizierter. Es ist ein Anreizsystem. Und ich glaube,
Also erstmal prinzipiell ist wichtig, wir müssen es schaffen, das ist, glaube ich, das große Projekt eigentlich des 21. Jahrhunderts, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen pathetisch, in der Welt des Internet- und Datenkapitalismus. Wir haben ja zum Beispiel im Fernsehen, ja, da haben wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der ist nicht immer toll. Da gibt es auch Sachen, die mir jetzt vielleicht nicht gefallen, aber es gibt noch so eine Art Gegengewicht zu privater Medienmacht. Es gibt auch tolle Journalisten, jetzt bei Privaten. Ich will einfach nur sagen, es ist ein System, wo man eine gewisse versucht wenigstens noch, oder wo man theoretisch noch Einfluss drauf nehmen könnte, eine gewisse Balance herzustellen. Gibt es dann tollen Dokus, die werden dann immer nur um 23 Uhr gezeigt oder so. Im Internet haben wir noch nicht einmal eine solche Gegenöffentlichkeit, sondern wir haben jetzt große Datenkonzerne, die immer mehr über Algorithmen auch mit beeinflussen. Also wenn jetzt politische Debatten so immer mehr auch zumindest ein Großteil der Bevölkerung interessiert das nicht, aber in den medialen und politischen Eliten in den sozialen Netzwerken stattfinden, ich mache das auch, aber dann wird immer mehr natürlich, ich muss ja niemand zensieren oder so, es reicht ja schon, weiß ich nicht, ich bin jetzt Elon Musk und dann kommt der Demasi her und sagt, er will große Datenkonzerne stärker besteuern. Dann drehe ich den einfach ab. Und ich glaube, da liegt eben eine ganz große Gefahr und da müssen wir es schaffen, ein Stück weit auch wieder eine Gegenbewegung zu schaffen, die sagt, wir wollen andere politische Debatten in Deutschland. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, um das nochmal zu verbinden, auch mit dem vorhergehenden. Ich glaube eben, es ist nicht so, dass die alle korrupt sind. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Olaf Scholz. Ja? Ich nehme das Beispiel Olaf Scholz und die Cum-Ex-Affäre. Das ist eigentlich ein schöner Punkt. Mich fragen häufig Journalisten, warum hat er das gemacht? Also ich sehe gewisse Indizien, dass er sich sehr eng um die Warburg Bank gekümmert hat. Ja, also es gab ja die berühmten Erinnerungslücken, er hat da mehrere Treffen mit einem Cum-Ex-Bankier gehabt. Und ich werfe jetzt nicht vor ihm, dass er als Bürgermeister mal einen wichtigen Bankier getroffen hat, aber er hat sich eben zu einem Zeitpunkt, als Ermittlungen gegen den liefen, bereits wegen, es schon eine Razzia in der Bank gab, dreimal mit ihm getroffen zu einem laufenden Steuerverfahren. Und jeder, der Politiker ist, weiß, also hier in Brüssel immer habe ich einen Lobbyisten einmal getroffen aus Höflichkeit, weil ich irgendwie wissen musste, wie sieht die Deutsche Bank das nächste Dossier. Und beim nächsten Mal hatte ich keine Zeit mehr, weil mein Wellensittich ist krank oder bin irgendwie verhindert. Und dann hat man seinen Mitarbeiter geschickt oder einfach keine Zeit mehr gehabt. So, Herr Scholz hat das sehr nah an sich gezogen. Warum? Ja, wir wissen, der Johannes Kahrs hat eine Parteispende kassiert. Sein früherer Mentor Pawelczyk, ein früherer Hamburger Bürgermeisterförderer von Scholz, er hat auch 60.000 Euro privat bekommen, um den Kontakt herzustellen, wissen die wenigsten. Aber das ist nicht der Grund. Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz ist nicht der Typ, der rennt immer noch mit seiner abgewetzten Studentenaktentasche rum. Das ist jetzt nicht der Typ, der Brioni trägt und irgendwie, ich unterstelle ihm nicht, dass er korrupt ist. Sondern der entscheidende Punkt ist, glaube ich, für ihn gewesen, er hat den gebraucht in der Stadt, weil er weiß, er braucht die Pfeffersäcke in Hamburg, um Politik zu machen. Der hat ihm dann geholfen bei der Elbphilharmonie und so weiter und so fort. Und ich glaube, das sind sozusagen die Anreizsysteme, wenn ich natürlich eine Politik mache, die immer mehr auch darauf setzt, dass privates Kapital immer mobilisiert wird, dann brauche ich die Jungs halt irgendwann, um politische Projekte zu verwirklichen. Und man kann das ganz gut, es war nämlich, als ich im Europäischen Parlament war, gerade die Rettung der HSH Nordbank ein großes Thema. Und da war es schon so, auch die hatten Cum-Ex gemacht, also Aktiengeschäfte, vielleicht wissen eigentlich, was Cum-Ex ist, das sind Aktiengeschäfte, wo ich die Aktien hin und her schiebe und dadurch kann der Staat nicht mehr richtig nachvollziehen, wer Kapitalertragssteuer gezahlt hat, und die kann ich mir unter bestimmten Voraussetzungen erstatten lassen, dann wurde mehrfach beantragt. So. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Flaschenpfand abgeben und den Pfandbon auf den Kopierer legen und dann meine Freunde zur Supermarktkasse schicken. Klappt übrigens nicht im Supermarkt, hat aber sehr gut bei Cum-Ex über Jahre in Deutschland geklappt und ist sehr viel teurer. So, und
Das Interessante ist, bei der Hansa Nordbank war Scholz in der Position, dass er die verkaufen wollte, privatisieren wollte. Und die hatten noch während der Rettungspakete Cum-Ex gemacht. Warum hat die Politik da so lange zugeschaut? Aus meiner Sicht, weil die Banken waren angeschlagen nach der Finanzkrise. Und man hat eben gesagt, nicht wie in den USA, wir verstaatlichen die und rekapitalisieren die. Das ist ja ordnungspolitisch das Teufelszeug, das machen wir nicht. Die Amerikaner sind sehr viel pragmatischer dort. Deswegen haben sie ganze Kürzungspakete gemacht und das hat sich alles lange hingezogen und die Banken sind aus den faulen Krediten nicht mehr rausgekommen. Also war Cum-Ex ein eleganter Weg, dass sich die Banken rekapitalisieren, ohne dass der Steuerzahler mitbekommt. Da haben halt alle ein bisschen weggeguckt. So, und jetzt musste er diese Bank verticken und das Problem wäre jetzt gewesen, hätten die richtig abgedrückt wegen der Cum-Ex-Geschäfte, dann hätte er den Kaufpreis negativ belastet. Er hätte aber das Geld, weil die Bank wäre weniger wert gewesen, weil sie hätte Rückstellungen für diese Straftaten bilden müssen. Das heißt, er hätte sie zum niedrigen Preis verkauft bekommen. Gleichzeitig hätte er aber von der Tatbeute nur einen Bruchteil bekommen, weil das wurde unter Bund, Ländern und Kommunen verteilt. Das ist Tiefen der Finanzpolitik, Königsteiner Schlüssel. Also hätte er weniger Geld bekommen von der Cum-Ex-Tatbeute für Hamburg, hätte aber einen schlechteren Preis gehabt. Also hat er gesagt, gucken wir nicht so genau hin. Dann haben die irgendwie dann eine Beratungsagentur beauftragt und die haben dann gesagt, ja, haben ein bisschen Cum-Ex gemacht, wir einigen uns mit dem Finanzamt. Und dann kam die Warburg Bank und hat gesagt, ihr habt ja bei der Hansa Nordbank, frühere Landesbank, der war halt so nett zu denen, seid ihr auch mal nett zu uns. So. Und das heißt, er hat dann einmal gesagt, aus dem eigenem, also engen politischen Interesse heraus, ich will ja als der Mann dastehen, der irgendwie jetzt das mit der HSH erledigt hat und für meine politische Zukunft, drücke ich beide Augen zu und dann hat er Pandoras Box geöffnet. Und dann war er in der Situation, hat den Olearus gebraucht und dann hat er ihm irgendwie bei der Steuersache geholfen, so mein Vorwurf. Und daran erkennt man, wie wenn ich einmal auf diese schiefe Ebene komme, komme ich nicht mehr aus dieser Logik raus. Und deswegen brauche ich eben auch Politiker, die sagen, ich stelle mich dann halt hin, auch in den Fahrtwind. Und ich glaube, dass diese Politiker auch Unterstützung der Öffentlichkeit hätten. Aber es gibt eben manche, Olaf Scholz will nicht geliebt werden in der Bevölkerung, sondern er will von bestimmten Leuten geliebt werden. Und das ist das Problem. Und ich glaube, wir müssen eben wieder auch dafür sorgen, dass Politiker mitbekommen, sie bekommen auch Unterstützung, wenn sie sich in diesen Fahrtwind stellen. Und allerletzte Bemerkung, als ich dann mit Cum-Ex und Wirecard bekannter wurde, Wirecard war ich auch, ich war der Doofmann im Finanzausschuss. Ich habe die kritischen Anfragen zu dem neuen deutschen geilen Start-up, ich habe da wieder alle schlecht geredet. Das war irgendwie nicht schick. Ja, ich war damit ganz alleine. Und dann kam der Wirecard-Skandal und auf einmal war es ganz toll. Und dann haben bei mir die Hedgefonds angerufen und gesagt, Herr De Masi, schicken Sie uns doch mal die Antwort auf Ihre kleine Anfrage, weil sie dachten, die können sogar noch Geld machen mit den Recherchen, die ich da mache. So. Und dann war ich auf einmal auch auf allen Kanälen und dann haben auch FDP und Grüne mit mir zusammengearbeitet, war dann irgendwie auch schick, weil das ist ja so ein bisschen der Linke, der irgendwie was von Wirtschaft versteht und so. Und dann war das wieder okay und dann war die Wahl gelaufen. Und dann wollte keiner mehr was davon wissen. Jetzt, ey, komm, Fabio, lass doch mal stecken mit Cum-Ex und Wirecard. Ist doch jetzt mal gut und so. So. Und es muss eben auch ein paar Mädels und Jungs geben in der Politik, die sagen, ich kriege das immer wieder mit. Die Leute sagen mir alle im politischen Betrieb, lass das mal stecken. Aber ich kriege jedes Mal 100 Zuschriften von Leuten, die mir danken dafür, dass ich es weitermache. Und das ist auch wichtig, dass man die Politiker, die sich in den Fahrtwind stellen, dass sie auch Unterstützung erfahren und das Gefühl haben, es lohnt sich für mich. Und wenn nicht, dann ist das Anreizsystem immer genauso, wie es Marco beschrieben hat.